Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe rund um das Thema CRM und Marketing Automation. Das ist jetzt Punkt 11. Wir warten noch so 30 Sekunden, damit sich jeder noch einen Kaffee holen kann und alle bereit sind. So, ich hoffe, Sie sitzen alle bequem und haben was zu trinken dabei, ein bisschen Popcorn. Und wir erzählen Ihnen in diesem ersten Teil aus unserer Webinarreihe, jetzt aus unserer Erfahrung, wie man durch den Einsatz von Customer Relationship Management Leads generiert und was in solchen Projekten zu beachten ist. Als ganz wichtigen Hinweis zu Beginn, das Webinar wird aufgezeichnet und im Anschluss lassen wir Ihnen die Inhalte, also die Präsentation, und den Link zu der Aufzeichnung zukommen, falls Sie also nicht richtig aufgepasst haben. Ich höre gerade, man hört uns nicht. Man hört uns nicht. Doch, man Hallo? Hört uns. Hallo, okay, gut. Jetzt haben wir gerade die Info. Also man hört euch doch. Super. Super, sehr gut. Gut, also das Webinar wird aufgezeichnet und wir schicken Ihnen nachher den Link, sodass Sie, wenn Sie nicht ganz aufgepasst haben, danach nochmal nachschauen können und das auch gerne natürlich teilen können, Ihre Kollegen, die das vielleicht nie mitbekommen haben. Super. Sie können außerdem auch gerne Fragen stellen. Sie können die gerne jederzeit stellen. Wir sammeln die und werden im Anschluss oder nach der Präsentation gerne darauf eingehen und Ihre Fragen beantworten. Nutzen Sie dafür gerne diese Funktion in GoToWebinar. Dann sehen aber auch nur wir diese Fragen und wir werden nachher darauf eingehen. Sehr schön. Gut, ich glaube, es kann losgehen. Zeigen wir Ihnen zuerst, was wir heute auf der Agenda stehen haben. Nach einer kurzen Vorstellung würden wir Ihnen was über unser CRM-Verständnis erzählen. Also CRM ist eine vielseitige Definition und deswegen ist es wichtig, dass wir alle davon selber reden. Das ist nicht mehr als so eine Kundendatenbank. Dann würden wir in die Tiefe gehen und würden Ihnen Beispiele zeigen, wie wir Kunden geholfen haben, einfacher neue Interessenten zu finden und anzusprechen. Und letztlich geben wir Ihnen einen Überblick über unser CRM-Vorgehensmodell. Zum Schluss beantworten wir gerne Ihre Fragen. Damit Sie wissen, wen Sie vor sich haben, stellen wir uns natürlich auch gerne vor. Mein Name ist Janko Zehe. Ich bin Senior Principal Consultant bei Namix in Hamburg und leite die CRM-Practice. Und wir sind auch heute in Hamburg und sitzen hier und übertragen unser Webinar aus dem Hamburger Büro. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Lisa Bührer. Ich bin seit mittlerweile 4 Jahren für Dynamics im Bereich Content und Campaign unterwegs. Als Beraterin sitze ich eigentlich in Zürich und bin heute für das Webinar zu Besuch in Hamburg. Ein paar kurze Sätze noch zu Namix, für die, die uns noch nicht kennen. Hier nochmal einmal die Werbefolie. Namix schafft Gewinner im digitalen Wandel und Digitalisierung ist unsere DNA und die digitale Transformation unser Kerngeschäft. Uns gibt es schon seit fast 25 Jahren. Wir wurden als Spin-off der Uni St. Gallen gegründet und haben uns damals vor allen Dingen auf Content Management fokussiert. Mittlerweile bieten wir aber ein Full-Service-Angebot an und decken eigentlich damit die gesamte digitale Wertschöpfungskette ab. Das machen wir in Deutschland, der Schweiz und Serbien mit mittlerweile über 550 Kolleginnen und Kollegen. Und wir konzentrieren uns auf diese Herausforderungen aus Endbenutzerseite und versuchen, das Endbenutzererlebnis im Hinterkopf zu haben. Und wir sind eigentlich der Überzeugung, dass durch die Kombination aus Marketing und Technologiekompetenz eigentlich wir erfolgreich sind. Seit letztem Jahr gehört Namix zu Merkle, einer internationalen Agentur, die sich um datengetriebene Benutzererlebnisse kümmert, CRM und Loyalty. Und damit sind wir auch Teil des Dentsu-Aegis Networks und arbeiten mit großen Werbemarken zusammen wie Karat und iProspect und können darüber auch international skalieren. Kommen wir nun zum Thema Customer Relationship Management. Was ist das überhaupt und was versteht Namix darunter?
CRM ist mehr als ein System, das ist ganz wichtig. CRM sind Prozesse, CRM ist eine Denkweise und CRM verbindet damit Silos. Das heißt, in CRM-Projekten bauen wir darauf, dass wir also Brücken installieren zwischen Marketing, Sales und Service. Dazu gehört auch, dass wir organisatorische Prozesse etablieren und verschiedene Abteilungen lernen müssen, miteinander zu reden und gemeinsam in Kundenprozessen zu denken. Das Erlebnis aus Kundensicht ist das, was zählt. Ich sage das eben, also aus Kundensicht denken. Und das muss dann auch über Grenzen von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten hinweg passieren. Und damit verändert sich auch die Organisation hin zu einem kundenzentrierten Aufbau. Und das wiederum ermöglicht den Aufbau von persönlichen Beziehungen. Diese werden allerdings mit neuen digitalen Spielregeln ausgestaltet. Und dazu gehören Daten, die über dem Kundenkontext anfallen, die genutzt werden müssen, um das Verhältnis zum Kunden zu optimieren. Und auch dafür gibt es natürlich Regeln, die eingehalten werden müssen und die implementiert werden müssen. Also GDPR ist nur ein Stichwort davon. Und diese datengetriebenen Prozesse, die helfen dabei, den Kunden innerhalb der Customer Journey zu entwickeln. Und das Ziel ist es, den Kunden schneller und fokussierter zu behandeln und die Kunden effizienter im Sales-Prozess weiterzuführen, um sie zu loyalen Kunden zu entwickeln. Und das geht natürlich nur, wenn die Vertriebsorganisation auch mitspielt. Es liegt also insgesamt eine sehr heterogene Interessenlage vor, die beim Aufbau von durchgehenden CRM-Prozessen berücksichtigt werden müssen. Genauso wie die Akzeptanz der internen Stakeholder wichtig ist, stehen und fallen die CRM-Prozesse natürlich mit der Akzeptanz von Kunden. Wenn man eben mit Menschen interagiert, kann man sich nicht nur auf ein System verlassen, sondern muss eben auch die Bedürfnisse der Käufer und Kunden im Blick haben. Und verschiedene Benutzergruppen können eben ganz verschiedene Bedürfnisse haben. Eine kundenzentrierte Organisation muss also die Strategie des Kunden, also jedes einzelnen Kunden, kennen und erkennen, wo die Produkte und Lösungen dem Endkunden dabei helfen können, erfolgreicher zu sein. Und dazu muss man in der Lage sein, eben sämtliche technische Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, auszunutzen. Und diese Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse ist ein wesentliches Erfolgskriterium in unserer Erfahrung, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Und da, wo neue Geschäftsmodelle entstehen und etablierte auf einmal wegbrechen und hinfällig sind, ist eben die persönliche Beziehung zu einer Marke entscheidend. Und CRM stärkt genau diese Beziehung. Und die Herausforderung, der wir häufig begegnen, oder eine Herausforderung, sind zum Beispiel B2B2C-Modelle. Da, wo ein Hersteller auf einmal im B2C-Kontext unterwegs ist, weil er seine Zwischenhändler übergeht oder an denen vorbei agiert, ist eine große Herausforderung, weil er auf einmal ganz neue Regeln lernen muss und seine Kundenansprache ganz neu ausrichten muss. Bei all diesen Herausforderungen braucht es einen Überblick und eine Weitsicht und außerdem ein langfristiges Ziel, also eine Vision. Und Ärmel hochkrempeln und anfangen hilft dabei, einfach die ersten Schritte zu wagen. Und wichtig ist eine Balance von strategischer Vision auf der einen Seite und pragmatischem Vorgehen. Und genau diese Kombination hilft dabei, eben in machbaren kleinen Schritten die Vision zu erreichen. Wenn man sich das anschaut, nach den Rahmenbedingungen und die Sicht, die wir jetzt Ihnen gezeigt haben, im Hinblick auf das Customer Relationship Management geht es jetzt darum, diesen Loyalty Loop zu schließen, also eine Awareness bei der Zielgruppe zu schaffen auf der einen Seite, diese zu einer Konversion zu bewegen und so von der Marke und von den Produkten zu überzeugen, dass der Kunde nie wieder irgendwas anderes sehen möchte. Natürlich ist die Ausgestaltung der einzelnen Schritte abhängig von Ihrer Branche und von Ihrem Businessmodell, was halt überall unterschiedlich ist. Und wahrscheinlich hat auch jeder von Ihnen andere Definitionen im Kopf, wenn wir die einzelnen Begrifflichkeiten erläutern oder nennen. Und das ist ja jetzt ein sehr verallgemeinertes Modell und wir glauben, dass es in den meisten Fällen funktioniert. Vielleicht noch eine Definition. Wir werden immer jetzt von Leads reden heute und davon, was genau ein Lead ist, hat auch wahrscheinlich jeder eine andere Vorstellung. Aber wir verwenden heute mal eine ganz allgemeine Definition und gehen davon aus, dass ein Lead ein adressierbarer potenzieller Kunde ist. Ganz einfach.
Nach diesen Phasen des Loyalty Loops haben wir jetzt auch diesen Aufbau der Webinarreihe orientiert. Das heißt, in der ersten Folge geht es jetzt um die Lead-Generierung, also Schaffung von Awareness und Überführung ins Lead-Management. In der nächsten Ausgabe werden Ihnen dann meine Kollegen von der Überführung zum Abschluss hin berichten, zur Konversion. Und im letzten Teil zeigen wir Ihnen dann, wie man aus Kunden loyale, wiederkaufende, begeisterte Kunden macht. Gut, dann kommen wir jetzt zur Kernfrage des heutigen Webinars. Wie finde ich neue Interessenten? Zu dieser Frage haben wir für Sie heute 5 Antworten oder Thesen mitgebracht, die zeigen, worauf es aus unserer Sicht bei der Lead-Generierung mit CRM ankommt. These 1. Zentral für die Lead-Generierung durch CRM ist es, einen klaren Mehrwert für den potenziellen Kunden zu definieren. Im Gegensatz zu klassischen Abverkaufskampagnen steht bei einer Lead-Generierungskampagne ja meistens nicht das Produkt an sich im Zentrum, sondern eher ein Service, den wir bieten wollen. Und da ist natürlich die Frage, was ist der Trigger oder der zentrale Mehrwert, der unseren potenziellen Kunden dazu bringt, seine Daten auch tatsächlich preiszugeben. Was kann so ein Mehrwert sein? Ist es ein exklusives Produkttesting, wie man es zum Beispiel hier auf dem Beispiel sieht in der Präsentation, eine Probefahrt, die man anbietet? Oder ist es Zugang zu Expertenwissen, sehen wir auf dem zweiten Beispiel, ein Download von einem White Paper gegen eine E-Mail-Adresse? Oder können wir als Unternehmen oder als Marke einen langfristigen Mehrwert bieten? Oder sollen wir wirklich eher auf kurzfristige Anreize setzen, wie zum Beispiel einen Wettbewerb? Ob materieller oder ideeller Anreiz, Ihr angebotener sogenannter Lead-Magnet sollte neben der Zielgruppe vor allem auch zu Ihrem Businessmodell passen und zu Ihrer Marke, damit Sie damit glaubwürdig bleiben. Während es zum Beispiel bei Konsumgütern gut möglich ist, mit Rabatten zu arbeiten, ist das für ein Hilfswerk wahrscheinlich eher nicht das Richtige. Und natürlich gilt bei diesen Lead-Magneten auch immer abzuwägen zwischen Incentivierung und Lead-Qualität, die Sie mit dieser Incentivierung erreichen. Wie findet man jetzt heraus, was so ein passender Mehrwert ist? Dafür ist es aus unserer Sicht zentral, die Zielgruppe zu kennen und den potenziellen Kunden zu kennen. Dazu kann man zum Beispiel Kundeninterviews mit der Zielgruppe führen. Man kann aber auch Umfragen mit bestehenden Kunden machen. Und besonders gerade im Kontext von CRM ist natürlich auch die Analyse von bestehenden Kundendaten sehr vielversprechend. Also mal zu schauen, mit welchen Maßnahmen haben Sie denn bestehende Kunden gewonnen? Schließlich wollen Sie ja eigentlich die Zwillinge Ihrer bestehenden Kunden erreichen dort außen. Eine weitere Möglichkeit, die Interessen der Zielgruppe besser kennenzulernen, ist Social Listening. Man sieht es ja auch auf dem Bild in der Präsentation. Das ist ein Tool, mit dem man die eigene Audience und Zielgruppe über Social Media so ein bisschen abhören kann und rausfinden kann, welche Unternehmens- und Markennamen in Kombination mit speziellen Themen und Begriffen oft fallen. Und so erhält man einen guten Einblick, welche Themen für die Zielgruppe relevant sind und kann diese dann auch in der Kommunikation aufgreifen. Die Ergebnisse, gerade wenn man eigene Kundendaten analysiert aus dem CRM, kann man gut in Personas festhalten. Es ist auch empfehlenswert, oft sind ja solche Personas schon vorhanden in Marketingabteilungen, diese zu schärfen und ständig zu ergänzen und zu optimieren mit den Daten. Wir haben auch noch ein schönes Beispiel mitgebracht für eine Lead-Generierungskampagne, die aktuell gerade live ist, wo man sehr schön sieht, wie diese zwei Facetten verbunden wurden, nämlich die Nivea Festival Summer-Kampagne. Hier sieht man, dass ganz klar das Thema Festival, das bei der Zielgruppe anscheinend, bei der jungen Zielgruppe gerade anscheinend Thema ist, aufgegriffen wurde und in eine Kampagne überführt wurde, in eine Lead-Kampagne. Über den ganzen Kampagnenzeitraum gibt es da regelmäßig verschiedene Incentivierungen zum Wettbewerbe. Man kann Tickets gewinnen für die Festivals und passend hochwertige Inhalte.
Was sind also zu unserem ersten Teil die Key Learnings, zu unserer ersten These, bieten Sie Ihren potenziellen Kunden einen Mehrwert? Key Learning 1, lernen Sie Ihre Zielgruppe immer besser kennen, hören Sie zu. Erweitern Sie Ihre Personas kontinuierlich im Abgleich mit Ihren Kundendaten und finden Sie abgeleitet von den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe und passend zu Ihrem Businessmodell den entsprechenden Leadmagnet. Ist mit einem klaren Mehrwert der Grundstein für eine erfolgreiche Aktivierung gelegt, geht es im nächsten Schritt darum, präsent zu sein. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf den richtigen Kanälen, nämlich da, wo die performante Zielgruppe, Ihre performante Zielgruppe unterwegs ist. Hier lohnt es sich oft auch gezielt zwischen Nutzer und Entscheider bzw. Käufer zu unterscheiden. Bei Babynahrung zum Beispiel ist ganz klar das Baby der Nutzer des Produkts, unsere Ansprache und unsere Präsenz auf den Kanälen muss sich aber ganz klar an die Eltern richten. Zentral bei der Kanalwahl ist es außerdem auch, dass man wirklich up to date bleibt. Denn Kanäle ändern sich ständig und natürlich lohnt sich auch hier ein Blick in Ihre aktuellen Kundendaten. Wo sind denn Ihre Kunden unterwegs, die Sie als Lead gewonnen haben? Ein guter Kanal oder eine hervorragende Quelle für die Online-Lead-Generierung ist vor allem Social Media. Ihre Follower und Freunde interessieren sich ohnehin schon für Ihre Nachrichten und Produkte. Hier auf dem Screen sehen Sie zum Beispiel auch nochmal, wie der Nivea Summer Festival, das Nivea Summer Festival auf Social Media aufgegriffen wird und dann natürlich auch präsent ist, dort, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Die Website ist nämlich ein wichtiger Kanal für die Lead-Generierung, aber sie ist zu dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Lead in Kontakt treten wollen, natürlich noch nicht auf dem Schirm und deshalb müssen wir wirklich dahin gehen, wo unsere Zielgruppe ist. Steht die Kanalstrategie fest und im Zusammenhang damit ist es auch essentiell, eine gute Idee zu finden, eine kreative Idee, den Mehrwert, den Sie definiert haben, in eine Idee zu übersetzen, wie Sie kommunikativ Ihren Mehrwert an die Zielgruppe herantragen möchten. Und da haben wir auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, ein gutes Beispiel, aktuell viel ausgezeichnete Kampagne von Burger King, Burger King D-Tour. Mit der Kampagne ist es gelungen, die Burger King App im App Store von Platz irgendwie Rang 686, glaube ich, auf Rang 1 zu befördern und die Verkäufe innerhalb von 9 Tagen zu verdreifachen in der App. Und das Ganze eigentlich mit einem einfachen Mehrwert, nämlich eine Produktinzentivierung, erhalte einen Whopper für 1 Cent. Die einzige Bedingung, du musst ihn in einem McDonald's bestellen. Und diese Idee hat so viel Aufregen und Social Feedback erzeugt, dass es da wahnsinnig viel Resonanz drauf gab. Genau, steht Ihre Idee und die Kanalstrategie fest, dann geht es darum, die Botschaften entsprechend abzuleiten für die verschiedenen Kanäle, Werbemittel zu definieren, die Landingpage zu planen, das Konzept zu planen. Maßnahmen und Botschaften können dabei, wie Sie hier beispielhaft auf der Präsentation sehen, in so einem Kampagnenkonzept festgehalten werden. Und je nachdem, wo Sie in der Journey sind und wo Sie einen Lead erreichen möchten, kann sich da die Botschaft und die Ansprache natürlich auch verändern, sollte aber immer zielgruppenspezifisch und kanalspezifisch ausgearbeitet sein. Und vor allem zu guter Letzt sollten Sie nicht unterschätzen, was auch Ihre eigene Plattform, also das Landingpage-Konzept, für einen Einfluss hat auf Ihre Lead-Generierung. Bieten Sie hier dem Kunden kein entsprechendes Erlebnis, sind nämlich die ganzen Anstrengungen und Investitionen, die Sie in die Kampagne stecken und in die Ausspielung von Werbemaßnahmen, schnell umsonst. Bei der Landingpage geht es deshalb aus unserer Sicht vor allem nochmal 3 Sachen, die wir Ihnen mitgeben möchten. Seien Sie userzentriert, da führen Sie sich immer vor Augen, welche Daten Ihr User bereit ist, preiszugeben. Also
ist es für ein White Paper Download wirklich die Telefonnummer, die ich abfrage, oder reicht im ersten Schritt auch mal die E-Mail-Adresse? Und mit welchen Interaktionen ist auch mein User und meine Zielgruppe vertraut? Seien Sie differenzierend und seien Sie vor allem auch für das Web optimiert, vor allem was in Sachen Text ansteht. Da kann man so auch noch schön andere Kanäle und SEO-Optimierungen abgreifen. Für diesen Teil unsere drei Key Learnings nochmal für Sie zusammengefasst. Was sollen Sie mitnehmen? Setzen Sie auf einen kundenzentrierten Ansatz bei der Kanalwahl. Übersetzen Sie Ihren definierten Mehrwert differenzierend mit einer Idee, Kanal- und Zielgruppenspezifisch und verbinden Sie Touchpoints und Botschaften. Super. So, jetzt geht es darum, die neu generierten Leads ordentlich zu qualifizieren und zu beurteilen. Und das ist dann eben die Disziplin des Lead-Managements. Starten wir mit einem Lead-Management-Beispiel. Hier haben wir ein Kundenbeispiel, in der unheimlich viele Touchpoints auf sehr vielen Kanälen betreibt. Es gibt also eine Website, es gibt Messen, Newsletter, Registrierungen, Schulungen, Social Media und. Und die Herausforderung dabei war, den Endkunden durch diese vielen Touchpoints zu orchestrieren. Und jedes Angebot hatte durchaus seinen Sinn, also seine Berechtigung. Das heißt, man konnte nicht einfach sagen, wir schalten einfach die Hälfte ab, um uns zu fokussieren, sondern jeder Touchpoint, jeder Kanal war wirklich notwendig. Und das ist also ein klassisches Beispiel für die Überbrückung von Silos, die da vonstatten gehen musste. Und das Aufeinanderabstimmen von Touchpoints, dadurch ist es uns gelungen, die Benutzer eben wesentlich einfacher und zielgerichteter durch diesen Prozess zu führen. Und das steigert natürlich die Marketing-Effizienz. Das heißt, mehr Leads konnten generiert werden und letztlich konnten auch mehr Leads durch den ganzen Prozess gebracht werden, um am Schluss zu konvertieren. Und auch in diesem Projekt war es vorher wichtig zu sagen, okay, wir müssen uns vorher überlegen, wie bilden wir diesen Lead-Management-Prozess richtig ab und wie können wir den einordnen. Und je nach Stadium werden Leads eben anders behandelt und es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Und wenn man sich jetzt schaut, wo wir hier unterwegs sind, dann sind es vermutlich vor allem die Marketing-Qualified Leads und die Sales-Accepted Leads im Fokus unserer Marketingmaßnahmen. Und genau die gilt es im Auge zu behalten und zu schauen, wie man da hinkommt und wie die konvertieren. Im B2B-Kontext kommt dann vor allen Dingen der Sales-Accepted-Lead nochmal eine besondere Bedeutung zu, da hier dann die Vertriebsorganisation ins Spiel kommt. Und vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie im B2B-Umfeld unterwegs sind. Da gibt es dann abends so ein bisschen Gerangel, weil das Marketing sagt, hier, wir präsentieren euch so schöne Leads. Und der Vertrieb sagt, naja, so richtig toll qualifiziert sind die ja dann doch noch nicht. Und anstatt sich dann da gegenseitig den Boomern zuzuschieben, können wir da nur appellieren, dass alle Stakeholder gemeinsam sich anschauen, wie man insgesamt diese Strecke verbessern kann und wie man dann die Qualität der Leads entsprechend erhöht. Das kann eben so ein Prozess tun, ein Lead-Qualifizierungsprozess. Das sieht ja sehr kompliziert aus, aber im Prinzip ist es ganz einfach, weil in diesem Prozess werden Fragen beantwortet, die man genauso klären würde, wenn man so einem Lead oder einem Kunden gegenüber sitzt. Und hier geht es jetzt darum, Leads zu qualifizieren in der Nutzfahrzeugbranche. Daher stand das Beispiel. Und da macht es eben für den Vertriebler nur Sinn, anzurufen bei einem Kunden, wenn entweder eine konkrete Anschaffung bevorsteht oder wenn man sagt, ich möchte jetzt eine ganze Flotte einkaufen und der potenzielle Auftragswert, der übersteigt eine bestimmte Stelle. Der Schwelle. Und so einen Prozess kann man auch automatisiert ablaufen lassen. In diesem Beispiel haben wir ein System entwickelt, bei dem bestimmte Aktionen auf einer Website Punkte bedeuten. Und je mehr Punkte ein Nutzer hat, desto höher ist sein Gewicht und desto wichtiger ist es, ihn gezielt und möglichst bald anzusprechen. Hier gibt es ein paar Key Learnings in diesem Bereich. Also wichtig ist, es gibt viele Stakeholder beim Lead Management und es ist ganz wichtig, dass Sales und Marketing zusammenarbeiten. Es bringt nichts, wenn man da gegeneinander agiert. Die Touchpoints
einer Customer Journey müssen vernünftig verbunden werden miteinander. Die müssen aufeinander aufbauen und ein Touchpoint muss irgendwie wissen, was an den Touchpoints davor schon passiert ist, um optimal zu wirken. Und außerdem ist nicht jeder Lead gleich wertvoll. Also man muss da gucken, dass man auch die Ressourcen priorisiert einsetzt. Und mit Lead-Scoring-Mechanismen kann man eben herausfinden, wie man sich besser fokussieren kann. Was auch wichtig ist, wie bei der Lead-Generierung und bei der Frage, wie man neue Interessenten findet, persönliche Ansprache ist ganz wichtig. Das heißt, wenn es um Awareness und Online-Marketing geht, da stochert man ja eigentlich häufig im Dunkeln. Aber jetzt, wo wir wissen, wer da klickt, da kennen wir den Lead und aufgrund der Daten, die wir gesammelt haben, können wir individuell auf seine Bedürfnisse eingehen und ihn oder sie persönlich ansprechen. Und um jeweils herauszufinden, an welcher Stelle ein Benutzer im Prozess steht und welche die optimale Botschaft ist, mit der man den Benutzer genau jetzt erreichen kann, dafür gibt es Lead-Nurturing-Maßnahmen. Die Aufgabe von Lead-Nurturing ist quasi automatische Lead-Bearbeitung. Das geht online natürlich am besten mit personalisierter Ansprache. Und mit einer Online-Ansprache kann herausgefunden werden, was die Intention eines Benutzers ist und ob und wie er bereit ist, jetzt Geld auszugeben. Und man kann das gar nicht oft genug sagen. Die Personalisierung muss sich eben über alle Touchpoints hinweg durchstrecken oder durchziehen. Und es ist ganz wichtig, dass man, wenn man einmal weiß, wer der Benutzer ist, diese Information auch weiterhin verwendet und eben die ganze Customer Journey so möglichst individualisiert, sodass der Kunde das Gefühl hat, man spricht wirklich nur mit ihm und nimmt ihn ernst und versucht, ihn personalisiert mit der Marke interagieren zu lassen. Und diese Maßnahmen können natürlich auch automatisiert erfolgen. Also man muss das nicht durch einen Vertriebler direkt machen lassen, sondern gerade im B2C-Bereich kann sowas automatisiert passieren. Und dieses Tool hier zeigt jetzt zum Beispiel, wie Benutzerströme über Touchpoints gemessen werden und dann personalisiert, orchestriert werden und optimiert werden. Und so wird jedem einzelnen Benutzer dabei eine Next Best Action angezeigt, um im Lead-Prozess weiterzukommen. Also auf individueller Basis wird geschaut, was ist der nächste Schritt, der für einen Benutzer sinnvoll ist, um ihn zu konvertieren. Auch hierfür haben wir Key Learnings. Wichtig ist, dass Sie mitnehmen. Lead Management ist genau dann erfolgreich, wenn Sie potenzielle Kunden persönlich ansprechen. Und diese Aufgabe kann sehr gut automatisiert werden. Also es gibt Systeme dafür, die das tun können und sie eben so automatisiert und durch Tools unterstützt werden können. Und ein Punkt, den Lisa eben schon angemerkt hat, ist, was ganz wichtig ist, man muss messen, messen, messen und auf Basis der Erkenntnisse optimieren. Das gilt natürlich generell, also Sie können den Erfolg Ihrer Maßnahmen nicht beurteilen, wenn Sie eben nicht ständig messen und den Prozess optimieren. Und dazu hilft es, wenn man sich vorher schon ein Kennzahlensystem überlegt und diese Kennzahlen lassen den Erfolg auf den jeweiligen Lead-Management-Prozess und auf die einzelnen Phasen schließen. Das muss man vorher machen, das ist wichtig. So können Sie halt in dem Prozess kontinuierlich optimieren und Dashboards und Messtools können halt die einzelnen Nurturing-Maßnahmen und Kampagnen beurteilen und dann dadurch zu einer Optimierung führen. Und das geht mittlerweile sogar in Echtzeit. Also man muss nicht irgendwie eine Woche warten, bis man sich irgendwelche Reports generiert, sondern es ist wichtig, dass man das schnell tut, weil sonst verschenkt man da Aufwände und Mühen. Das wäre zu schade. Das bedeutet, dass messen Sie den Erfolg und überlegen Sie sich vor den Maßnahmen, woran Sie den Erfolg messen wollen. Das Ganze sollte eben einfach auf Dashboards abbildbar sein, weil wenn das zu kompliziert ist, dann guckt halt niemand drauf. Und dann bringt Ihnen das nichts, wenn diese Reports zu komplex sind und in der Schublade verrotten. So. Generell kann man also sagen, dass es zwei Dimensionen oder zwei zentrale Erfolgsfaktoren gibt. Und das sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Zum einen ist es die Lead-Generierung, also das Sammeln von Daten, durch zum Beispiel gezielte Kampagnen und Maßnahmen. Das ist das, was Lisa uns vorgestellt hat. Und
Zum anderen ist es dann wichtig, dass man mit dem Lead-Management, also der Nutzung der Daten, um den Lead kontinuierlich weiter und personalisiert anzusprechen und immer weiter an uns zu binden und somit zur Konversion zu bringen. Um genau das zu tun, wenn Sie jetzt also erste Ideen haben, wie man das umsetzen könnte, genau dafür haben wir ein Verfahren, einen Ansatz entwickelt, um das zu realisieren. Den stelle ich Ihnen noch kurz vor. Also, das ist unser Ansatz für CRM-Projekte. Das sind vier verschiedene Stufen, die aufeinander aufbauen. Und in der ersten Phase geht es letztlich um die Analyse und Vision. Also, dass man sich vorher überlegt, wo wollen wir denn überhaupt hin mit unseren Kundenbindungsmaßnahmen, mit Lead-Generierungsmaßnahmen, was soll nachher am Ende stehen und wo wollen wir hin. Dafür gehen wir erstmal in die Analyse und schauen uns mit Marketing, Sales und Service, Vertrieb und der IT an, was sind aktuelle Herausforderungen, was ist die Strategie, was ist der Status quo, welche Ideen gibt es vielleicht auch schon. Häufig ist es nämlich so, dass man in einzelnen Bereichen schon häufig gute Dinge gemacht werden und man die halt vielleicht harmonisieren, ausrollen und skalieren muss. Und im Ergebnis dieser Phase steht eine Vision, die sowohl eine Kundenperspektive beinhaltet, als auch eine Businessperspektive, also genau schaut, was sind die Treiber, was sind die Hebel, die uns erfolgreich sein lassen. In der zweiten Phase gehen wir dann darauf ein, dass basiert auf einer bestehenden Technologie, die wir empfohlen haben, einmal hier ein Durchstich gemacht wird. Das heißt, es wird ein Marketing-Tool ausgewählt oder ein CRM-Tool ausgewählt und es wird ein Proof of Concept erarbeitet. Und im Rahmen eines MVPs wird geschaut, wie halt erste Use Cases, erste Journeys abgebildet werden können, um einmal zu zeigen, dass die Technologie funktioniert, dass Schnittstellen funktionieren. Und es wird geschaut, dass eben auch die ersten Mehrwerte generiert werden können. Also, dass man wirklich sieht, dass es funktioniert. Und in der dritten Phase findet dann der Rollout statt. Also man hat erste Use Cases, erste Customer Journeys implementiert und rollt das dann eben aus auf weitere Use Cases. Man enabled weitere Mitarbeiter, man schaut sich genau an, wer muss noch wie unterstützt werden und enabled so alle Marken und alle Bereiche eines Unternehmens, um eben diese Lead-Generierungsprozesse vernünftig zu etablieren. Und wenn man dann eben diese Basis gebaut hat, dann kann man natürlich mit der Kreation loslegen. Hast du da noch was zu sagen? Genau, dann können wir starten mit der Lead-Generierungskampagne. Wir haben gerade am Anfang schon ein paar Punkte dazu gesagt. Die Grundlagen dafür, das Audit und die Analyse der Personas und Customer Journeys, machen wir aber meistens gemeinsam in der ersten Phase und arbeiten sie da nur noch mal entsprechend auf, rufen sie uns wieder in den Kopf. Das ist dann die Grundlage für die Strategie und das Konzept der Kampagne. Darauf basierend werden Marketingmaßnahmen ausgearbeitet und Kanäle definiert, KPIs definiert, ein Tracking-Konzept. Es werden Maßnahmen gegeneinander getestet, in A- und B-Tests, was funktioniert besser, was wird mehr geklickt. Und so kommt es zu einer kontinuierlichen Optimierung der Kampagne. Super. Damit sind wir durch mit dem, was wir Ihnen vorstellen wollen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um auf Ihre Fragen einzugehen. Ich glaube, da kam schon so ein bisschen was rein. Wenn Sie noch eine Frage auf dem Herzen haben, dann ist es jetzt Ihre Gelegenheit, die noch zu stellen. Ich glaube, da müssen Sie einfach in dem GoToWebinar, in dem Control Panel auf Questions klicken oder Fragen und können dann eine Frage stellen. Genau, ich schaue schon mal, was in der Zwischenzeit an Fragen schon eingegangen ist. Frage 1, es sind ein paar mehr. Ich wähle jetzt einfach welche aus und hoffe, wir finden die richtigen Antworten dafür. Frage 1, Sie haben eine Kampagne gezeigt, in der vermehrt auf Wettbewerbe gesetzt wurde. Ist das immer die richtige Wahl? Gute Frage. Wir haben es im Webinar schon ein bisschen angerissen.
Der richtige Lead-Magnet-Wettbewerbe reizen natürlich immer sehr und sprechen gleichzeitig aber auch meistens ein sehr breites Publikum an. Das heißt, es gilt immer so ein bisschen abzuwägen, ist wirklich, kriege ich dadurch wirklich qualifizierte Leads oder suche ich mir lieber einen Lead-Magnet, der nicht so auf so eine breite Masse ausgerichtet ist und mir dafür qualifiziertere Leads bietet. Und wie gesagt, auch da nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, immer die Zielgruppe und das Businessmodell im Auge behalten. Was man jetzt auch zum Beispiel aus der Automobilbranche kennt, was eine sehr beliebte Methode ist, um Leads zu generieren, sind so die Testfahrten. Gleichzeitig merkt man auch, dass die bei bestimmten Marken und Modellen viel zurückhaltender gespielt werden, weil man gemerkt hat, dass da eigentlich die meisten Leute einfach Lust auf eine Spritzfahrt haben, aber gar nicht wirklich das Commitment und die finanziellen Möglichkeiten, so ein Auto dann auch zu kaufen. Genau, also hier auf die Frage, ist ein Wettbewerb immer das Richtige? Gibt es kein klares Ja oder Nein, sondern wirklich Blick in die Zielgruppe, abwägen, schaffe ich damit ein qualifizierte Leads zu generieren und anschauen, wie es zum Businessmodell passt. Ich glaube, du hast die nächste Frage schon gleich mit beantwortet. Genau, ja. Die zweite Frage, die ich hier, Sie haben gesagt, dass es einen Mehrwert braucht, um Leads zu generieren. Können Sie hier noch mehr Beispiele dafür nennen? Habe ich jetzt, wie der Janko sagt, schon fast mit beantwortet. Wir haben am Anfang auch schon ein paar Sachen gesehen. Sehr beliebt sind zum Beispiel auch immer Quizzes oder wirklich Expertenwissen, das man bereitstellt, gerade im B2B-Bereich. Und auch da wirklich nochmal der Hinweis in die Zielgruppe reinhören, herausfinden, was sie interessiert aufgrund ihrer aktuellen Daten. Oder zum Beispiel auch, wie schon gesagt, über Social Listening. Wie hoch ist denn die Hürde, die man machen darf, um so ein Lead zu generieren? Also kann ich immer alles abfragen oder gibt es Erfahrung? Genau, guter Punkt, Janko. Da gilt es immer so ein bisschen abzuwägen, was biete ich jetzt meinem Kunden und ist er dafür bereit, wirklich alle Kontaktdaten preiszugeben oder frage ich im ersten Schritt nur eine E-Mail-Adresse ab? Also zum Beispiel bei Expertenwissen, White Papers wird man wahrscheinlich weniger die Telefonnummer preisgeben, aber in dem Moment, wo man die Dokumente wirklich braucht, die E-Mail-Adresse, gibt man dann wahrscheinlich eher preis. Oder auch, wie man in dem Beispiel von Burger King gesehen hat, würde man ja nicht denken, dass überhaupt jemand bereit ist, für einen Whopper seine Kreditkartenangaben, seinen Namen und alles Mögliche, du schon, Janko, Daten anzugeben, aber es funktioniert, weil es so charmant verpackt war und in so einer schönen Idee, dass die Leute da mitgemacht haben. Genau. Spannend, danke. Ich schaue mal in die nächste Frage. Ich glaube. Oh, ich glaube, zu der Frage kann ich was sagen. Genau. Was tun Technologien wie eine Marketing Cloud oder eine Sales Cloud? Genau. Also wir haben jetzt relativ wenig erzählt über den eigentlichen Technologie-Stack, den man wirklich braucht dafür. Und in der Frage geht es schon auch darum, dass es verschiedene Anbieter gibt, die ähnliche Produkte oder die Produkte mit auch ähnlichen Namen anbieten. So eine Marketing-Cloud kann man sich mal vorstellen, ist vor allen Dingen dann interessant, wenn Sie wirklich Awareness nach außen schaffen wollen, wenn Sie Social-Media-Kampagnen fahren wollen, wenn Sie Social-Listening machen wollen, wenn Sie E-Mail-Journeys, also wirklich so Anstoßketten machen wollen und nicht einfach nur kampagnenbasiert mit einer großen Gießkanne agieren wollen. So eine Sales Cloud ist so ein operationales CRM-System, wo dann die Leads drin landen, die man dann individualisiert abarbeiten oder ansprechen möchte. Gerade im B2B-Bereich, wo man ja teilweise auch sehr lange Lead-Strecken hat, also die Zeit von dem Lead-Eingang bis zur Konversion kann ja, wenn man jetzt einen Roboter kaufen möchte oder eine Heizung oder ein großes Gebäude oder eine Maschine, kann ja ein bisschen länger dauern. Und da ist es wichtig, dass man dann in einem CRM diesen Lead verfolgt und auch immer schaut, was kann ich tun, um den Kontakt zum Kunden aufrechtzuerhalten
und den Kunden dazu zu bringen, irgendwann zu kaufen. So, was haben wir noch an Fragen? Ich suche mal noch eine raus. Was mache ich, wenn ich bereits mehrere unterschiedliche Systeme nutze, zum Beispiel Content Management, E-Mail Marketing, internes Reservierungssystem, die Daten also an verschiedenen Stellen erfasse? Was tue ich dann? Okay, also natürlich ist es sinnvoll, wenn diese Tools miteinander reden. Also ganz wichtig ist, also, oder was nicht hilft, ist, wenn ich anfange, aus meinem Kernsystem irgendwelche Excel-Listen zu exportieren, um dann ein paar E-Mails hinzuschicken, sondern das muss ja idealerweise auch miteinander in Echtzeit zusammenspielen. Das heißt, ich muss schon Möglichkeiten schaffen oder Verbindungen schaffen zwischen diesen Systemen, dass eben aus einem Reservierungssystem, was ich habe, das wurde da erwähnt, nach einer Bestellung auch automatisch eine Mail rausgeschickt wird. Und das soll dann nicht irgendwie eine hässliche Mail sein, sondern das muss eine marketingaufbereitete Bestellbestätigung sein, wo auch gleichzeitig geguckt wird, wird die geöffnet, wird die angeguckt, gibt es weiterführende Links da drin, die man klicken kann. Und so, deswegen müssen diese Systeme zusammenspielen. Es geht auch immer mehr dahin, dass es halt große Suiten gibt und Schnittstellen dazwischen gibt, die gebaut werden müssen oder die mittlerweile auch teilweise schon mitkommen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Reservierungssystem aussieht, aber also im Prinzip ist das verallgemeinernd gesagt, diese Systeme müssen alle miteinander reden, das muss Schnittstellen geben und Customer Journeys müssen eben übergreifend über verschiedene Systeme, die damit zusammenhängen, orchestriert werden können. Gerade auch um Kundeninteressen durchgehend über alle Kanäle überhaupt zu tracken und für die Ansprache weiter zu nutzen. Es ist natürlich extrem wichtig, also dass Sie auch Ihre kommunikative Botschaft auf die Interessen Ihrer Kunden ausrichten können, dass man da eine integrierte Schnittstelle und einen zentralen Datentopf schafft. Ich glaube, eine Frage können wir zum Schluss noch beantworten. Die sehe ich, die da. Ja. Okay. Also da ist die Frage, wo ist unserer Erfahrung nach CRM organisatorisch aufgehängt? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt in einigen Organisationen mittlerweile eigene Abteilungen, die sich mit CRM beschäftigen. Das ist auch mal die Frage der philosophischen Betrachtung, also was für eine Einstellung man zu CRM hat. Bei manchen ist es dann darum, also bei manchen Firmen, die wir kennen, sind es die Abteilungen, die dafür sorgen, dass es möglichst viele Pflichtfelder in einem Kundendatensatz gibt. Und woanders sind halt die Abteilungen dafür zuständig, Marketing zu enablen und auf Daten generiertes Marketing zu gehen. Das ist wahrscheinlich eher die Richtung, die sich in Zukunft ein bisschen, die sich durchsetzen wird. Gerade kommt noch eine weitere Frage rein. Genau, eine, die wir ganz schnell beantworten können, war eine kleine Verständnisfrage. Wir haben das Wort MVP benutzt und da kam die Frage, was das ist. Genau, das ist quasi das minimale Produkt oder die minimale Ausprägung einer Lösung, die man im ersten Schritt auf den Markt bringt. Genau, also ein Minimal Viable Product heißt das also ein einigermaßen gangbares Produkt, was funktioniert, um so einen Durchstich zu machen. Heißt also, wenn man einen Tisch bauen möchte, dann reicht es, wenn man einen Tisch mit drei Beinen startet und nicht schon vier Beine und irgendwie schnörkelige Säulen bastelt, sondern mit einem Dreirad anfangen, wenn man fahren möchte und langsam das Cabrio bauen. Genau. Es sind gerade noch zwei reingekommen, die eigentlich noch kurz, glaube ich, in die Zeit passen und ganz schön sind. Eine Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit, einen unbrauchbaren Lead zu identifizieren? Ich nehme an, also nicht alle Leads sind gleich wertvoll. Genau. Genau. Also dazu eignen sich dann diese Lead-Scoring-Maßnahmen. Mhm. Wenn ich Anfragen habe auf einer Website, die von Schülern, Studenten oder Pressevertretern stattfinden, dann weiß ich schon anhand von wenigen Fragen, die ich stellen muss, die man auch online stellen kann bei der Kontaktaufnahme,
also dass die jetzt nicht für meinen Sales relevant sind. Und auch da kann man weitere Lead-Scoring-Maßnahmen oder Lead-Scoring-Fragen stellen bei der Kontaktaufnahme, nämlich ja, ist eine Anschaffung konkret geplant, gibt es Budget vielleicht, ne? Also hat man sich schon damit beschäftigt, was denn sowas kosten könnte. Und wenn man viele Daten dazu hat, dann können einem mittlerweile auch künstliche Intelligenz kann einem dabei helfen, so ein Lead-Scoring durchzuführen und dabei auch zu priorisieren und zu schauen, was ist da wichtiger und worauf kommt es dabei an, welchen Lead soll ich als erstes anrufen und so weiter. Genau, im Prinzip sind es vor allem auch Interaktionen, die man dem User bietet und Sachen, die man wirklich versucht abzufragen, wenn man den Kontakt knüpft. Bei Testfahrten sieht man das zum Beispiel immer wieder, dass gefragt wird, wann planen Sie die Anschaffung eines neuen Autos, bevor man das Formular tatsächlich abschicken kann. Mhm. Sowas hilft. Genau. Die letzte Frage, ich schaue mal, ob sie noch in die Zeit passt. Janko sagt ja. Wie sollte der Schwerpunkt bei einem CRM für KMUs gesetzt werden? Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, weil in KMUs hat man natürlich sehr unterschiedliche Herausforderungen. Wenn ich mir jetzt überlege, weiß nicht, ein Möbelhersteller, der vielleicht eher in B2C reingeht, da ist es wahrscheinlich wichtig, ein vernünftiges Markenerlebnis hinzukriegen. Wenn das ein KMU ist, weiß ich, ein Schraubenhersteller für die Automobilindustrie, dann geht es sicherlich eher darum, seine Kunden zu kennen und die Bedürfnisse und Beweggründe von Kunden herauszuarbeiten und zu schauen, wo wir den größten Hebel einsetzen können, um Kunden davon zu überzeugen, zu kaufen. Richtig. Und da können, also da geht es sicherlich darum, dass man die, so gute Datenqualität hat. Und dass eine Vertriebsmannschaft, wenn man die dann hat, so anreichert, dass die miteinander zusammenarbeiten. Und nicht auf irgendwelchen Excel-Listen Vertrieb machen und mit Post-its hantieren, sondern dass man eine vernünftige Datenqualität hat und auch so ein Pipeline-Reporting zum Beispiel etablieren kann und weiß, was kommt denn da gerade in der Pipeline, was steht da an und welche Möglichkeiten habe ich, Leads abzuschließen und zu Verkäufen oder zu Abschlüssen zu kommen. Ja. Genau. So, ich glaube, das war es an Fragen, die reingekommen sind. Ja, das ist prima. Ich freue mich, dass wir alle beantworten konnten in der Zeit. Falls im Nachgang oder jetzt auch nach der Aufzeichnung noch Fragen kommen, so stehen wir natürlich auch gerne selber zur Verfügung. Also zögern Sie nicht, uns da direkt anzusprechen. Unsere Kontaktdaten kommen noch in der Präsentation. Worauf wir auch noch hinweisen möchten, sind weitere Webinare, die unsere Kollegen veranstalten. Wenn Sie also Gefallen gefunden haben an uns oder an unseren Webinaren, dann empfehlen wir Ihnen das Webinar zum Thema Prototyping. Das kommt bald. Und wenn Sie noch ein bisschen was lesen möchten oder nachlesen möchten, was wir so als Loyalty-Maßnahmen, als CM-Maßnahmen empfehlen, dann empfehlen wir Ihnen die Marketing Imperatives von Merkel zu diesem Jahr, wo wirklich sehr, sehr umfassend und sehr tief eine Analyse gemacht worden ist und sehr starke Empfehlungen gegeben worden sind. Sie können also diese Links anklicken und die Dokumente runterladen oder sich zum Webinar anmelden. Wir hatten ja auch gesagt, dass dieses Webinar erstmal die erste Folge einer Webinar-Reihe ist. Es kommen noch zwei weitere Ausgaben, nämlich einmal zum wie sorge ich dafür, dass meine Kunden konvertieren oder zu Conversion? Und die dritte Ausgabe zum Thema, wie kann ich Kunden loyal werden lassen? Also wie kann ich aus Einmalkunden wiederkehrende Käufer generieren? Wenn Sie mögen, verpassen Sie diese Folgen nicht und melden Sie sich jetzt schon an zu diesen Ausgaben. Die Termine stehen noch nicht genau fest. Es wird vermutlich irgendwann nach der Ferienzeit stattfinden.
So, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir gehen jetzt ein Eis essen und wünschen Ihnen noch einen ganz großartigen Tag und freuen uns, wenn Sie im Nachgang nochmal auf uns zukommen und dann noch weitere Fragen haben, die wir gerne beantworten. Genau. Alles Vielen klar. Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.